Die Rhesus GmbH hat vor kurzem ein patentgeschütztes, verschreibungspflichtiges und von Krankenkassen erstattungsfähiges Medikament gegen HPV erworben. Das Medikament ist in über 20 Ländern zugelassen und macht einen jährlichen Umsatz von 1,4 Millionen Euro. Liebe Investoren, mit Ihrem Investment haben Sie die Möglichkeit, Miteigentümer eines deutschen Pharmaunternehmens zu werden. Für Privatpersonen hat es das so noch nie gegeben. Etwa 70% aller sexuell aktiven Menschen machen mindestens einmal in ihrem Leben eine HPV-Infektion durch. Also eine Infektion mit humanen Papillomviren. Bestimmte Typen dieser Viren verursachen Feigwarzen im Genitalbereich. Diese sind zwar sehr unangenehm, können aber sehr gut mit verschreibungspflichtigen Medikamenten behandelt werden. Das Produkt, das wir erworben haben, ist eine Salbe. Sie wird in Deutschland hergestellt und wirkt gegen Feigwarzen. Wir als Aresus sind spezialisiert auf Dermatika und Eigentümer eines Warenbestands in Höhe von 7 Millionen Euro, dem Patent des Fertigprodukts und dem Patent des Wirkstoffs. Medikamente sind eine Zeit lang kopiergeschützt, wenn sie auf den Markt kommen. Ein Patent auf einen Wirkstoff zu haben, bedeutet, dass das Medikament auch über den initialen Kopierschutz hinaus noch geschützt ist. Es sei denn, man kauft den Wirkstoff beim Eigentümer ein. Das Produkt macht aktuell einen Umsatz von 5 Millionen Euro über alle Lizenznehmer weltweit an den Verbrauchtmarkt. Die Patente für den amerikanischen Markt sind verkauft. Allerdings ist der Käufer weiterhin verpflichtet, den Wirkstoff bei uns zu kaufen. Es liegen außerdem drei fertige Lizenzverträge auf dem Tisch, inklusive China, mit einer verbindlichen Abnahmemenge und jetzt schon definierten Downpayments. Das heißt, wir können sofort drei große Lizenzdeals unterschreiben und das Produkt noch rentabler machen. Für die Umsatzentwicklung bedeutet das, in der Vergangenheit hat das Produkt einen Umsatz von 3,5 Millionen Euro gemacht, 2018 1,4 Millionen Euro und mit den Lizenzdeals werden wir in den nächsten 7 Jahren 22,1 Millionen Euro Umsatz machen. Normalerweise läuft ein Verkauf in der Pharmawelt über Multiplikatoren des Umsatzes und der Käuferkreis ist durch die notwendige Liquidität sehr begrenzt. In unserem Fall stellt allein der vorhandene Warenwert bereits den Wert des Kaufpreises dar. Nach wie vor steigt weltweit die Zahl der HPV-Infektionen und das unterstreicht die Notwendigkeit eines nebenwirkungsarmen Medikamentes. Für den Absatzmarkt bedeutet das, bisher werden weltweit ca. 97.000 Tuben abgesetzt. Mit den Lizenzdeals sprechen wir ab 2020 von ca. 140.000 Tuben Absatz weltweit. Liebe Investoren, wir haben vor kurzem ein verschreibungspflichtiges, erstattungsfähiges und patentgeschütztes Medikament erworben und wir benötigen 900.000 Euro, um das Produkt gegen neue Krankheiten zu testen und Creme und Gel zu entwickeln. Die Aresus GmbH wird in Kürze ein Produkt mit über 25% Gewinnmarge vertreiben. Und Sie haben hiermit die Möglichkeit, Miteigentümer unserer Gesellschaft zu werden.